Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Vortrag Volkskrankheit Rückenschmerz, das Kreuz mit dem Kreuz. Mein Name ist Sebastian Decker und ich freue mich, über dieses spannende Thema berichten zu können. Ein Thema, was sicherlich die meisten von uns schon in irgendeiner Weise am eigenen Leib gespürt haben. Zunächst müssen wir uns auch die Frage stellen, was sind eigentlich Kreuzschmerzen oder auch synonym bezeichnet Rückenschmerzen? Kreuzschmerzen im Allgemeinen sind unterschiedlich starke Schmerzen des menschlichen Rückens, die ganz verschiedene Ursachen haben können. Wir unterscheiden dabei zwei Formen. Wir unterscheiden nämlich den nicht spezifischen Kreuzschmerz und den spezifischen Kreuzschmerz. Wo ist der Unterschied? Der nicht spezifische Kreuzschmerz, und das ist tückisch, wird dadurch definiert, dass wir eben keine auslösende Ursache für die Beschwerdesymptomatik des Patienten finden. Das heißt aber auch, wir können dem Patienten häufig nicht konkret sagen, warum er Rückenschmerzen hat. Und das ist für viele Patienten durchaus unbefriedigend. Dennoch haben wir aber ein Risiko für eine Chronifizierung. Das bedeutet, es gibt viele Patienten, die auch nach mehr als 3 Monaten immer noch Rückenschmerzen haben. Mehr als 80, wenn nicht sogar 90% der Patienten lassen sich der Gruppe des nicht spezifischen Kreuzschmerzes zuordnen. Demgegenüber steht der spezifische Kreuzschmerz. Beim spezifischen Kreuzschmerz finden wir eine auslösende Ursache für die Beschwerdesymptomatik des Patienten. Er ist also deutlich besser greifbar. Allgemein bezeichnet sind Frauen deutlich häufiger von Rückenschmerzen betroffen als Männer. 25% der Frauen und 17% der Männer haben innerhalb von einem Jahr mindestens einmal Rückenschmerzen und das für die Dauer von 3 Monaten. Die Häufigkeit von Rückenschmerz steigt mit dem Alter an. Und auch der sozioökonomische Aspekt von Rückenschmerz ist erheblich, denn Rückenschmerzen sind eine der häufigsten Ursachen für Arbeitsunfähigkeit und den Bedarf an medizinischer Rehabilitation. Betrachten wir nun zunächst die Wirbelsäule. Wir beginnen mit der Statik. Die Wirbelsäule ist aus mehreren Wirbeln aufgebaut, die übereinander gestapelt sind. Wir haben die Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule und haben dann unten das Kreuzbein, was sich im Bereich des Beckens anschließt. Die Wirbel sind übereinander gestapelt und bilden dabei eine Krümmung nach der anderen. Wir haben sozusagen harmonisch ineinander übergehende Krümmungen. Und diese Form der Wirbelsäule heißt auch doppelte S-Form. Ein Begriff, den die meisten sicherlich schon einmal gehört haben. Die doppelte S-Form haben wir warum? Wir haben die doppelte S-Form, weil sie eine stoßdämpfende Funktion vermittelt und die Wirbelsäule dadurch kräftig auf den Kopf ansonsten einwirken würden, zum Beispiel wenn wir irgendwo runterspringen, abfedert. Der Kopf sollte insgesamt über dem Becken zentriert sein und das sowohl in der seitlichen Ansicht als auch in der Betrachtung von vorne. Warum ist das so wichtig? In diesem Zustand brauchen wir am wenigsten Energie, um nicht umzufallen. Das bedeutet, unsere Muskulatur am Rumpf, also am Rücken, am Bauch, muss am wenigsten Arbeit verrichten, damit wir gerade stehen. Sobald der Kopf anfängt, zur Seite, nach vorne oder nach hinten zu neigen und entsprechend auch der Rumpf nach vorne, zur Seite oder nach hinten neigt, müssen wir mehr Muskelarbeit aufwenden, um nicht umzufallen. Dies sieht man sehr schön in dieser Abbildung. Je weiter praktisch wir abweichen vom Zentrum mit dem Kopf, desto größer ist der energetische Aufwand, den wir brauchen. Kommen wir nun zu den einzelnen Wirbeln. Wie sind Wirbel aufgebaut? Links zeigt sich eine Computertomographie, rechts eine Kernspintomographie. Links im Bild ist jeweils vorne, rechts ist jeweils hinten. Der Wirbel ist nun so aufgebaut, dass wir vorne einen sogenannten Wirbelkörper haben, welcher sich hinten in einen Wirbelbogen fortsetzt. Zwischen den Wirbeln, diese sind kastenförmig, auch hier im MRT, also im Kernspintomogramm sehr schön zu sehen, liegen die Bandscheiben. Im hinteren Anteil gibt es die kleinen Zwischenwirbelgelenke, auch Facettengelenke genannt. Und mit diesen kleinen Zwischenwirbelgelenken kommunizieren die Wirbel, wie man so schön sagt, miteinander. Darüber hinaus gibt es verschiedenste Bandstrukturen, die die Wirbel miteinander verbinden. Die Bänder, die Bandscheiben und die kleinen Zwischenwirbelgelenke ermöglichen die Wirbelsäule ihre Flexibilität, denn nur so können die Wirbel sich gegeneinander in geringem Maße verschieben und bewegen. Zentral in der Wirbelsäule verläuft der sogenannte Duralsack, also das Rückenmark. Das Rückenmark, hier in diesem schönen dunkelgrau dargestellt, ist umgeben von Hirnwasser und wird von den Wirbeln geschützt. Dies sind seitliche Betrachtungen der Wirbel. Hier haben wir nun einen Querschnitt. Das heißt, wir schauen sozusagen von oben auf den Wirbelkörper drauf. Wir sehen hier wieder den Wirbelkörper, der vorne ist, und den hinteren Anteil des Wirbels, der hinten ist, der Wirbelbogen.
Und man sieht sehr schön, wie der Dualsack, also das Rückenmark mit dem umgebenden Hirnwasser, hier weiß dargestellt, zentral in der Wirbelsäule verläuft. Seitlich treten aus der Wirbelsäule die kleinen, hier zu sehenden Spinalnerven aus. Die sind wichtig, damit zum Beispiel die Muskulatur in den Extremitäten, also den Armen und den Beinen, angesteuert werden kann. Am Rücken findet sich darüber hinaus eine große Menge an Muskulatur, hier schwarz zu sehen. Und diese Muskulatur ist wichtig, weil sie den Rumpf und die Wirbelsäule stabilisiert. Kommen wir nun zurück zu unserem eigentlichen Thema, den Kreuzschmerzen. Wir haben schon gesagt, es gibt einen nicht spezifischen Kreuzschmerz und einen spezifischen Kreuzschmerz. Und zwischen diesen beiden Arten des Kreuzschmerzes müssen wir unterscheiden. Wie machen wir das? Wir machen dies zunächst mit einer Anamnese und der Untersuchung. Die Anamnese ist das Gespräch zwischen Arzt und Patient. Hier kann man die meisten Symptome sehr gut erfragen und eine gute Anamnese kombiniert mit einer vernünftigen körperlichen Untersuchung ermöglicht eigentlich immer die Unterscheidung in einen nicht spezifischen Kreuzschmerz oder einen spezifischen Kreuzschmerz. Beginnen wir mit dem nicht spezifischen Kreuzschmerz. Der nicht spezifische Kreuzschmerz lässt sich in drei Phasen unterteilen: akut, subakut und chronisch. Am wichtigsten ist hierbei der Übergang in die chronische Phase, also den Zeitraum nach einem Bestehen der Rückenschmerzen von mindestens 3 Monaten. Es gibt aber auch Patienten, die leiden tatsächlich über Jahre hinweg an Rückenschmerzen. Meistens ist der nicht spezifische Kreuzschmerz selbstlimitierend. Das heißt, er ist plötzlich, wenn man Glück hat, einfach über Nacht wieder weg. Zunächst sollte man bei diesen Patienten keine radiologische Diagnostik anstreben und auch keine laborchemische Untersuchung. Das bedeutet zum Beispiel, dass man auch kein Röntgenbild macht und dem Patienten eben kein Blut abnimmt. Stattdessen sollte der Patient möglichst schnell einer konservativen, symptomatischen Therapie zugeführt werden. Wichtig ist hierbei, dass der Patient aufgeklärt werden muss. Der Patient muss verstehen, was sein Problem ist. Nur dann kann er auch mithelfen und gegebenenfalls sein Leben oder seine Lebensweise insoweit verändern, dass er helfen kann, die Beschwerdesymptomatik zu reduzieren. Dazu gehört zum Beispiel eine gesunde Lebensführung zur Gewichtskontrolle. Übergewicht ist ein großes Problem der heutigen Gesellschaft und betrifft viele Menschen und gleichzeitig trägt Übergewicht aber auch erheblich zur Rückenschmerzproblematik bei. Wichtig ist auch, dass wir gegebenenfalls bestehende psychische Ursachen des Patienten erfahren und gegebenenfalls weiter abklären. Warum? Weil insbesondere die psychischen Ursachen wichtig sind, um das Risiko für eine Chronifizierung abzuschätzen. Der Patient soll dann eine medikamentöse Schmerztherapie bekommen. Das heißt, zunächst ist das Leid des Patienten zu vermindern. Dies kann ergänzt werden durch verschiedene Maßnahmen. Ich habe hier mal verschiedene gelistet. Akupunktur, Bewegungstherapie, Reha-Sport, Ergotherapie. Es gibt viele verschiedene. Nicht jeder Patient braucht jede Art der Therapie, sondern es ist individuell zu entscheiden, was für den einzelnen Patienten das Beste und Sinnvollste ist. Nach 2 bis 4 Wochen sollte der Patient dann noch einmal einbestellt werden und es sollte eine sogenannte Re-Evaluation erfolgen. Das heißt, es soll geschaut werden, ob die bisher erfolgten Maßnahmen dem Patienten geholfen haben und der Rückenschmerz weniger geworden ist. Wichtig ist dann auch die Prävention. Ich habe schon gesagt, das Risiko für eine Chronifizierung beim nicht spezifischen Kreuzschmerz ist erheblich. Wichtig ist deshalb, dass der Patient dieses Wissen, dass er einen nicht spezifischen Kreuzschmerz hat bzw. hatte, verinnerlicht und eine kontinuierliche körperliche Bewegung anstrebt. Das heißt, er soll aktiv sein, er soll sich gesund ernähren. Deshalb ist es auch ebenso wichtig, dass er aufgeklärt ist. Man kann dann zum Beispiel Maßnahmen am Arbeitsplatz vornehmen, ich sage nur Stichwort höhenverstellbarer Schreibtisch, und kann so durch viele kleine Stellschrauben, die man bedienen kann, dazu beitragen, dass das Risiko, erneut an einem nicht spezifischen Kreuzschmerz zu erkranken, vermindert wird. Wichtig ist, dass bei den subakuten und den chronischen Beschwerden multimodale Behandlungsprogramme ausgewählt werden. Das bedeutet, dass man kleine, verschiedene Therapiekonzepte miteinander kombiniert, um so durch die verschiedenen Anwendungen in Kombination eine Reduktion des Rückenschmerzes zu erreichen. Und hierzu gehört auch, dass man gegebenenfalls sogar einen professionellen Schmerztherapeuten hinzuzieht und der Patient eine professionelle Schmerztherapie macht. In dieser Tabelle sieht man einmal Faktoren, die mit einer Chronifizierung des nicht spezifischen Kreuzschmerzes assoziiert sind. Und wichtig ist, dass man sich merkt, es gibt nicht einen Faktor,
der die Chronifizierung des Patienten triggert. Stattdessen sind es die Kombination der verschiedenen Faktoren und es ist praktisch eine multifaktorielle Genese, wie der Mediziner sagt. Aber wie unterscheiden wir nun den nichtspezifischen Kreuzschmerz und den spezifischen Kreuzschmerz? Diese Unterscheidung ist total wichtig, denn sie dient auch dazu, dass wir nicht alle Patienten einer spezifischen Diagnostik in Form von Röntgen, CT, MRT zuführen. Denn einerseits ist das Ergebnis bei den meisten Patienten unauffällig, gleichzeitig sind die Kosten, die entstehen, sehr hoch und man triggert gegebenenfalls sogar eine Chronifizierung von Rückenschmerz. Es wurden hierfür gewisse Zeichen definiert und diese Zeichen sind die sogenannten Red Flags. Red Flags sind Auffälligkeiten, die, wenn ich sie in der Untersuchung oder im Patientengespräch finde, hinweisend sein können auf eine somatische Ursache, also einen Risikofaktor darstellen für einen spezifischen Kreuzschmerz. Was sind nun die sogenannten Red Flags? Hierzu gehört einerseits das Trauma. Ein Patient, der einen frischen Unfall hatte, im Anschluss Rückenschmerzen verspürt hat, der sollte selbstverständlich eine Diagnostik erhalten, um einen frischen Bruch der Wirbelsäule auszuschließen. Gleichzeitig ist aber auch die verminderte Knochenqualität ein Risikofaktor. Patienten mit einer Osteoporose, also einer Erkrankung, die den Knochen schwächt, oder zum Beispiel der Einnahme von Cortison, einem Medikament, was ebenfalls die Knochenqualität reduziert, haben ein höheres Risiko für spontan auftretende Brüche der Wirbelsäule. Patienten, die einen Infekt in der Vorgeschichte haben, die kürzlich eine Infiltration, also eine Spritze im Bereich der Wirbelsäule erhalten haben, ebenfalls Patienten, die Drogen nehmen oder bei denen das Immunsystem schlecht ist, haben zum Beispiel ein Risiko für Infektionen im Bereich der Wirbelsäule. Neurologische Defizite, das bedeutet Sensibilitätsstörungen oder zum Beispiel auch Lähmungen, sind hinweisend darauf, dass Nerven Druck erfahren, Nerven in ihrer Funktion gestört sind. Auch das sind Hinweise, die ernst zu nehmen sind. Und bei diesen Symptomen sollte auch eine Diagnostik angestrebt werden. Dies gilt auch für eine positive Tumoranamnese. Denn Patienten, die einen Tumor in der Vorgeschichte haben, haben gegebenenfalls zum Beispiel eine Metastase im Bereich der Wirbelsäule. Wichtig ist, dass Sie sich merken, bestehen positive Red Flags, sollte eine Diagnostik des Patienten angestrebt werden. Kommen wir nun zum spezifischen Kreuzschmerz. Die Diagnose des spezifischen Kreuzschmerz, ich habe es bereits gesagt, erfolgt durch die Anamnese, die klinische Untersuchung und die dann anzustrebende weitere Diagnostik. Hierzu gehört gegebenenfalls eine laborchemische Untersuchung, zum Beispiel um einen Infekt auszuschließen, und dann, und das ist das häufigste, eine radiologische Bildgebung in Form von Röntgen, CT, MRT. Die Auswahl ist so zu treffen, dass Sie meine Differentialdiagnosen, die ich als Arzt im Kopf habe, also die möglichen Diagnosen, die die Symptomatik des Patienten erklären, ausschließen kann bzw. bestätigen kann. Wichtig ist wieder, dass man sich merkt, beim spezifischen Kreuzschmerz suchen wir eine körperliche, also eine somatische Ursache für die Beschwerden. Wenn wir diese nicht finden, ist der Patient nicht an einem spezifischen Kreuzschmerz leidend, stattdessen hat er einen nicht spezifischen Kreuzschmerz. Es gibt nun verschiedene Diagnosen, die unter dem Begriff spezifischer Kreuzschmerz zusammengefasst werden können. Ich habe hier einige gelistet und ich möchte nun die wichtigsten mit Ihnen zusammen besprechen. Beginnen möchte ich mit dem Bandscheibenvorfall, einem Krankheitsbild, was die meisten schon mal gehört haben. Die meisten Menschen von uns kennen sogar jemanden, der bereits schon mal einen Bandscheibenvorfall hatte. Denn Bandscheibenvorfälle sind in der Bevölkerung insgesamt relativ häufig. Was passiert beim Bandscheibenvorfall? Beim Bandscheibenvorfall kommt es zu einer Schädigung der Bandscheibe. Der äußere Ring der Bandscheibe, der deutlich stabiler ist als der innere Kern der Bandscheibe, bekommt Risse und dadurch kann der weiche Kern der Bandscheibe austreten und tritt dann häufig nach hinten in den Spinalkanal aus. Man sieht hier sehr schön diesen schwarzen Fleck, der sich nach hinten vorwölbt. Das ist wieder eine seitliche Ansicht der Wirbelsäule. Hier wieder der Querschnitt und auch im Querschnitt sieht man sehr schön, wie sich hier, ich zeige es mit dem Mauszeiger, die Bandscheibe ziemlich mittig in den Spinalkanal vorwölbt. Das birgt natürlich das Risiko, dass durch diese Bandscheibe Nervenstrukturen unter Druck gesetzt werden. Wie ist die Therapie? Die Therapie ist zunächst abhängig von den Beschwerden. Beschwerden können einerseits Schmerzen sein,
sowohl Rückenschmerz als aber auch insbesondere der Beinschmerz. Es können zusätzlich Sensibilitätsstörungen entstehen, das bedeutet zum Beispiel eine Taubheit, oder es können auch Lähmungen auftreten. Die Therapie ist in den meisten Fällen zunächst konservativ. Das heißt, sie erfolgt ähnlich dem nichtspezifischen Kreuzschmerz. Ergänzt werden kann die Therapie durch sogenannte Infiltration, die in dem Bereich auch PRTs genannt werden, periradikuläre Therapie. Was passiert hierbei? Ich gebe dem Patienten eine Spritze, radiologisch kontrolliert, also unter Röntgenkontrolle. Und diese Spritze appliziere ich an einen Nerv, der aus der Wirbelsäule austritt und in die Peripherie, also zum Beispiel in das Bein zieht. Ziel ist, dass ich diesen Nerv zum Beispiel betäube und dadurch eine Schmerzsymptomatik, die der Nerv im Bein verursacht, nehme. Sollte die konservative Therapie nicht erfolgreich sein, auch die Infiltration keine ausreichende, dauerhafte Beschwerdelinderung bringen, so kann die Operation diskutiert werden. Die Ergebnisse nach der operativen Behandlung von Bandscheibenvorfällen sind insgesamt sehr gut, insbesondere wenn das Ziel der Operation die Reduktion des Beinschmerzes ist. Langfristig muss man aber sagen, dass in der aktuellen Literatur immer noch die Überlegenheit gegenüber der konservativen Therapie unklar ist und stetig diskutiert wird. Sicher ist jedoch, dass bei verspäteter Operation die Ergebnisse schlechter sind. Das heißt, wenn ich einen Patienten operiere, sollte ich ihn eher zeitnah operieren. Und man ist sich auch einig, und das haben viele Studien gezeigt, dass je hochgradiger eine Lähmung des Patienten ist, eine sogenannte Parese, je früher sollte man doch eher den Patienten operieren. Kommen wir nun zur Spinalkanalstenose. Auch das ist ein Begriff, den die meisten sicherlich schon einmal gehört haben. Was ist das? Es gibt Parallelen zwischen der Spinalkanalstenose und dem Bandscheibenvorfall. Denn auch bei der Spinalkanalstenose haben wir eine Einengung des Spinalkanals. Die Symptomatik der Spinalkanalstenose ist einerseits die neurogene Claudicatio, das heißt, wir haben belastungsabhängige Symptome der Beine. Und wichtig ist hierbei, dass wir unterscheiden müssen zwischen der neurogenen Claudicatio und einer vaskulären Claudicatio. Denn auch Verkalkungen der Gefäße können belastungsabhängige Symptome der Beine verursachen. Zusätzlich zu dieser Claudicatio-Symptomatik haben viele Patienten auch noch Rückenschmerzen. Hier nun ein Patientenbeispiel. Ein Patient mit einer Spinalkanalstenose und das gleich auf mehreren Höhen. Man sieht hier wieder grau das Rückenmark bzw. die Nervenfasern, die nach unten laufen. Und die Nervenstrukturen werden auf verschiedenen Höhen praktisch in die Zange genommen. Wir haben von vorne Bandscheibengewebe, was sich vorwölbt, und haben von hinten hypertrophierte, also verdickte Bandstrukturen, die ebenfalls von hinten auf die Nervenstrukturen drücken. Und deshalb wird das Rückenmark praktisch in die Zange genommen. Hier nochmal ein Querschnitt, genau auf Höhe der gelben Linie. Und Sie sehen, dass das Hirnwasser vollständig verdrängt ist. Rechts einmal der Normalbefund, so sollte es aussehen. Die Nervenstrukturen, hier wieder grau, sollten vom weißen Hirnwasser umspült sein. Das ist hier nicht mehr der Fall. Was mache ich nun mit diesen Patienten? Auch diese Patienten sollten zunächst konservativ behandelt werden. Und die konservativen Maßnahmen, die wir auch schon beim nichtspezifischen Kreuzschmerz kennengelernt haben, sollten durch verschiedene Infiltrationen, also Spritzen, gegebenenfalls ergänzt werden. Die Patienten sollten insbesondere eine Physiotherapie und Rückenschulung machen. Wichtig ist aber, dass Orthesen, also Bandagen, die sehr beliebt sind und die sich viele Patienten gerne kaufen, nicht zu empfehlen sind und keinen langfristigen Effekt haben. Sollte die konservative Therapie keine ausreichende Beschwerdelinderung bringen, so sollte eine Operation diskutiert werden. Und das Wichtigste bei einer Operation ist, dass das Rückenmark entlastet wird. Dies nennen wir Dekompression. Das heißt, wir entfernen zum Beispiel die Bandstrukturen, die von hinten auf den Duralsack, also das Rückenmark, drücken. Und die Ergebnisse dieser Operation sind auch langfristig sehr erfolgreich. Bei Patienten jedoch, die insbesondere auch eine starke Rückenschmerzsymptomatik haben, muss gegebenenfalls auch eine zusätzliche Stabilisierung fallabhängig diskutiert werden. Rückenschmerzen haben Patienten häufig dann, wenn der knöcherne Verschleiß fortgeschritten ist. Man sieht hier, wie Knochen auf Knochen reibt, weil die Bandscheibe hier auf dieser Seite praktisch nicht mehr vorhanden ist. Sie sehen hier, wie der obere Wirbelkörper mit dem unteren kommuniziert, das heißt, der Knochen reibt auf Knochen. Und dieses Knochenreiben verursacht die Rückenschmerzen. Deshalb wurde dieser Patient, und das ist der gleiche Patient wie der, den Sie eben schon im MRT kennengelernt haben,
zusätzlich mittels Schrauben und Stäben stabilisiert und war bereits nach 4 Wochen nahezu beschwerdefrei. Es gibt nun verschiedene weitere Krankheitsbilder und die Spinalkanalstenose lässt sich sehr gut mit der Spondylarthrose, der Osteochondrose und der Spondylolisthese unter dem Stichwort degeneratives Wirbelsäulenleiden zusammenfassen. Und ich möchte nochmal auf diese 4 Begriffe eingehen. Die Spinalkanalstenose haben wir gerade schon sehr ausführlich behandelt. Hier ein weiteres Patientenbeispiel. Ein Patient, der sich vorgestellt hat mit Rückenschmerzen tieflumbal, das bedeutet über dem Gesäß, und in einer gleichzeitigen Beinsymptomatik. Das heißt, er hat berichtet, dass die Beine insbesondere nach längerer Belastung schwach werden würden. Was sieht man nun auf dieser Bildgebung? Wir haben links ein Röntgenbild, dann ein Kernspintomogramm und folgend 2 CT-Schnitte, jeweils in der seitlichen Ansicht. Wir haben zunächst die sogenannte Spondylolisthese. Was ist das? Die Spondylolisthese ist das sogenannte Wirbelgleiten. Der 4. Lendenwirbelkörper, das ist dieser, ist gegenüber dem 5. Lendenwirbelkörper nach vorne gerutscht. Das bedeutet, wir haben hier eine kleine Stufenbildung. Man kann bei den Wirbelkörpern darüber sehen, wie sie hier schön übereinander gestapelt sind. Die Hinterkanten sind praktisch genau ineinander übergehend. Aber hier unten zwischen dem 4. und 5. Lendenwirbelkörper haben wir eine kleine Stufenbildung. Dann sehen wir bei diesen Patienten die Spinalkanalstenose. Diese haben wir gerade schon besprochen. Wir haben also eine Einengung des Rückenmarkskanals, hervorgerufen durch die Spondylolisthese, also das nach vorne rutschen des 4. Lendenwirbelkörpers und auch gleichzeitig durch eine Verdickung von Bandstrukturen im hinteren Anteil der Wirbelsäule. Zusätzlich finden wir die Osteochondrose, also eine knöcherne Reaktion durch knöchernen Verschleiß. Man sieht hier sehr schön im Kernspintomogramm diese weißliche Struktur. Das weist auf eine Überlastung des Knochens hin und auch im CT kann man das Ganze erahnen. Und der Grund ist, dass die Bandscheibe sich praktisch vollkommen aufgelöst hat. Man sieht sehr schön im Kernspintomogramm, wie dick eine gesunde Bandscheibe ist. Und man kann nun sehen, dass zwischen dem 4. und dem 5. Lendenwirbelkörper die Bandscheibe sehr flach bis zum Teil auch gar nicht mehr vorhanden ist. Und dann sehen wir noch die sogenannte Facettengelenksarthrose, also eine Arthrose der kleinen Zwischenwirbelgelenke. Woran erkenne ich dies? Man sieht hier das Zwischenwirbelgelenk und man sieht, dass die Konturen insgesamt doch sehr unscharf wirken. Es wirkt irgendwie verwaschen, es wirkt so ein bisschen milchig. Wenn man sich ein gesundes Facettengelenk hier drüber anschaut, dann sieht man, wie scharf die Kanten begrenzt sind. Dies findet man bei diesem Facettengelenk nicht mehr. Wie ist nun die Therapie des degenerativen Wirbelsäulenleidens bei diesen Patienten gewesen? Zunächst wurde eine Schmerztherapie begonnen. Die hat keinen großen Erfolg gezeigt und es wurden entsprechend physikalische Maßnahmen zusätzlich ebenfalls initiiert und der Patient sollte einen intensiven Muskelaufbau beginnen. Es erfolgte die Infiltrationstherapie und insgesamt waren all diese Maßnahmen aber ohne einen ausreichenden therapeutischen Erfolg. Deshalb besprach ich mit dem Patienten die operative Versorgung. Und wichtig ist, dass man stets individuell diskutieren und prüfen muss, ob der Patient wirklich eine Operation braucht und welche der vielen etablierten Techniken für den Patienten die richtige ist. Ich habe insbesondere eine Spritze appliziert und habe dieses Facettengelenk, was wir eben schon näher betrachtet haben, mit einem Betäubungsmittel umspült. Das habe ich warum gemacht? Weil ich ganz sicher ausschließen wollte, dass er dann eine ausreichende Beschwerdelinderung des Rückenschmerzes erfährt und nicht zum Beispiel das kleine Zwischenwirbelgelenk, was da drunter ist, auch noch eine Beteiligung an den Rückenschmerzen des Patienten hat. Das war so, der Patient hat deutlich von dieser Spritze profitiert und entsprechend habe ich ihn dann operativ versorgt, bei insgesamt sehr hohem Leidensdruck und wir haben dieses Segment stabilisiert und versteift. Das bedeutet, wir haben ein Schraubenstabsystem wieder implantiert und haben den 4. und den 5. Lendenwirbelkörper verbunden und haben einen kleinen Platzhalter in das Bandscheibenfach implantiert. Dadurch haben wir die Mikrobewegung reduziert, das heißt die Rückenschmerzkomponente war nach 6 Wochen vollständig weg. Und wichtig ist auch, dass wir in der Operation die sogenannte Dekompression durchgeführt haben. Ich habe schon gesagt, die Dekompression ist mit am wichtigsten. Und wir haben das Rückenmark auf der Strecke zwischen diesen Sonden hier zu sehen in der Operation und hier.
also in diesem gesamten Bereich entlastet. Der Patient war nach 6 Wochen vollkommen beschwerdefrei. Kommen wir nun zur Fraktur, also dem Bruch der Wirbelsäule. Ich möchte hier nicht eingehen auf die traumatischen Brüche der Wirbelsäule, durch zum Beispiel Hochrasanstraumata, also durch Unfälle im zum Beispiel Straßenverkehr, sondern ich möchte explizit eingehen auf die osteoporotischen Frakturen. Also Brüche der Wirbelsäule, die entstehen, weil der Knochen zu schwach ist. Diese treten ohne Trauma auf in der Regel und betreffen deutlich häufiger Frauen als Männer. Warum ist das so? Weil Frauen häufiger an Osteoporose, also einem schwachen Knochen, leiden. Charakteristisch ist, dass der Schmerz plötzlich auftritt und dass wir eben kein Trauma oder auslösendes Ereignis haben. Stattdessen beschreiben die Patienten zum Beispiel, dass sie morgens aus dem Bett aufgestanden sind und plötzlich Schmerzen hatten. Wichtig ist, dass diese Patienten zumeist keine neurologischen Ausfälle haben. Das führende Symptom sind Rückenschmerzen. Hier nun ein Patientenbeispiel. Man sieht hier wieder einen normal aussehenden Wirbelkörper. Er hat die typische Kastenform, die wir nun schon ein paar Mal gesehen haben. Und darüber sieht man einen Wirbelkörper, der verformt ist. Der ist ein bisschen keilförmig, der ist ein bisschen zusammengedrückt. Und so sieht klassischerweise eine osteoporotische Fraktur, also ein osteoporotischer Knochenbruch der Wirbelsäule aus. Es gibt verschiedene therapeutische Möglichkeiten. Es sollte immer auch hier eine konservative Therapie versucht werden, sofern die Fehlstellung nicht gewisse Werte überschreitet. Und wenn die konservative Therapie nicht ausreichend ist und die Patienten nach so circa 6 bis 12 Wochen immer noch anhaltende Schmerzen haben, so sollte man die Operation diskutieren. Ein sehr charmantes Verfahren hierbei ist die sogenannte Kyphoplastie. Das heißt, ich kann über kleine Hautschnitte von so circa 1 cm Länge Knochenzement in die Wirbelkörper einbringen und kann praktisch den Wirbelkörper von innen aushärten. Das hat den Sinn und Zweck, dass sich durch die Aushärtung des Wirbelkörpers die kleinen Mikrobewegungen, die zwischen den kleinen Knochenfragmenten vorliegen, reduzieren kann und dadurch die Rückenschmerzkomponente ebenfalls verringern kann. Wenn ich natürlich eine ausgeprägte Fehlstellung habe, das heißt, ich habe eine Knickbildung, die Keilwirbelbildung ist noch deutlich ausgeprägter, so muss ich gegebenenfalls auch zum Beispiel wieder Schrauben und Stäbe implantieren, um diese Fehlstellung zu korrigieren. Wichtig ist bei diesen Patienten aber auch, jenseits der operativen Therapie, dass eine Osteoporoseprophylaxe nach der Operation oder auch nach abgeschlossener konservativer Therapie auf jeden Fall initiiert werden sollte. Warum? Weil bei diesen Patienten sonst wahrscheinlich noch weitere Frakturen, welche osteoporosebedingt sind, auftreten. Kommen wir nun zum letzten Krankheitsbild, auf das ich in diesem Vortrag eingehen möchte. Und das ist die sogenannte sagittale Imbalance. Die sagittale Imbalance ist ein Ausdruck für Deformitäten der Wirbelsäule, die insbesondere im Erwachsenenalter auftreten. Und ich habe am Anfang schon gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass der Kopf über dem Becken zentriert ist. Und das sowohl in der Ansicht von der Seite als auch in der Betrachtung von vorne. Es gibt verschiedene Formen der Wirbelsäule. Manche haben einen stärkeren Rundrücken, andere sind eher flacher konfiguriert. Aber alle haben gemein, dass der Körper versucht, maximal gut balanciert zu sein. Das bedeutet, der Kopf sollte in der physiologischen Stellung immer über dem Becken zentriert sein. Wenn das nicht der Fall ist, spreche ich von einer sogenannten sagittalen Imbalance. Und das Charakteristische der sagittalen Imbalance ist, dass ich eine Achsabweichung habe und die erfolgt in der Regel nach vorne und dann gegebenenfalls noch zur Seite. Früher hat man häufiger Patienten gesehen, die eine Deformität hatten, die ausgeprägt war, wie man sie heutzutage praktisch nicht mehr sieht. Hier ein Patientenbeispiel. Solche Patienten sieht man im klinischen Alltag erfreulicherweise nur sehr selten, weil unser Gesundheitssystem einfach so gut ist, dass diese Patienten frühzeitig behandelt werden und es gar nicht so weit kommt. Häufig hingegen ist aber eine solche Ausprägung. Hier eine ältere Dame mit einer klassischen sagittalen Imbalance. Die Patientin beschrieb, seit einigen Monaten, vielleicht sogar seit Jahren, an Rückenschmerzen zu leiden, welche immer mehr zugenommen hätten. Und der Leidensdruck der Patientin war sehr groß. Sie hatte schon verschiedene konservative Therapien durchgeführt und alle Therapien haben jedoch keine ausreichende Beschwerdelinderung erbracht. Was sah man nun in der Bildgebung? Man sieht hier eine seitliche Aufnahme der Wirbelsäule und man kann sehen, wie der Kopf der Patientin deutlich vor dem Becken steht. Das bedeutet, unsere Achse ist nach vorne abgewichen. Auch eine Seitneigung der Patientin bestand. Und das, was man auf dem Röntgenbild sehr schön sehen kann,
war auch klinisch eigentlich unmittelbar ersichtlich. Ich habe nun mit der Patientin ausführlich die möglichen Therapien besprochen. Insgesamt ist die Korrektur solcher Deformitäten sicherlich aufwendig und auch entsprechend komplikationsanfälliger als so manch andere Therapie im Bereich der Wirbelsäule. Der Leidensdruck der Patientin war aber so groß, dass sie unbedingt eine operative Versorgung wünschte. Das Ziel einer Therapie im operativen Sinne bei sagittalen Imbalancen ist, dass ich die Schwerpunktachse des Körpers wieder in ein physiologisches Ausmaß bringe. Das heißt, ich möchte den Kopf über das Becken stellen. Und wichtig ist dabei insbesondere die Projektion in der seitlichen Betrachtung. Die Abweichung zur Seite in der Ansicht von vorne ist von untergeordneter Bedeutung. Was habe ich mit der Patientin nun gemacht? Ich habe ihr mehr Hohlkreuz gegeben. Das heißt, die Lendenwirbelsäule der Patientin wurde operiert und hier kann man einen schönen operativen Trick anwenden. Man kann eine sogenannte Osteotomie durchführen. Das bedeutet, ich habe diesen Lendenwirbelkörper hier, man sieht es sehr schön, etwas keilförmig verformt durch eine sogenannte Pedikelsubtraktionsosteotomie und war dadurch in der Lage, die Schwerpunktachse der Patientin, die ja irgendwo hier vorne war, nach hinten zu verlagern. Hier sieht man nochmal sehr schön das Bild von vor der Operation. Hier zu sehen, der Kopf ist deutlich vor dem Becken und das gleiche Bild von der Seite nach der Operation. Hier sieht man, dass der Kopf deutlich weiter nach hinten gekommen ist und die Schwerpunktachse wieder durch das Becken fällt. Auch in der Ansicht von vorne war die Patientin in gewissem Ausmaß korrigiert, wobei ich bereits gesagt habe, dass die Ansicht von vorne gar nicht so entscheidend ist wie die Betrachtung von der Seite. Ich möchte gerne zusammenfassen. Rückenschmerzen haben verschiedene Ursachen. Zumeist verbleibt die Ursache jedoch unklar. Dann sprechen wir vom nicht spezifischen Kreuzschmerz, der so tückisch ist, weil wir den Patienten nicht erklären können, warum sie Rückenschmerzen haben. Der nicht spezifische Kreuzschmerz wird in der Regel konservativ therapiert. Beim spezifischen Kreuzschmerz, der liegt in der Regel dann vor, wenn wir Red Flags haben. Diese hinweisen darauf, dass ein ernstes Problem vorliegen könnte und wir eine intensive Diagnostik anstreben sollten, bedarf einer adäquaten Diagnostik. Und die Therapie des spezifischen Kreuzschmerzes muss im Einzelfall abgewogen werden. Die Therapie kann konservativ sein, sie kann aber auch operativ sein. Das ist abhängig davon, wie groß der Befund ist und insbesondere wie hoch der Leidensdruck des Patienten ist. Wichtig ist, dass alle Therapien immer mit dem Patienten besprochen werden müssen. Der Patient muss ins Boot geholt werden, er muss verstehen, was das Problem ist. Ihm müssen die verschiedenen Optionen aufgezeigt werden und dann erst kann man gemeinsam als Team eine gemeinsame Lösung für die Beschwerden des Patienten finden. Vielen Dank.